Überall liest man jetzt Kinderwunschcoaching. Was bringt mir ein Kinderwunschcoaching? Wenn ich Fragen habe, kann ich doch meinen Frauenarzt, meine Frauenärztin fragen. Oder ich gehe in die Kinderwunschklinik. Ist das wirklich so? Dieser Frage gehen wir in dem Video heute nach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein spätes Mutterglück. Mein Name ist Gössinghoff, Dr. Heidi Gössinghoff. Ich bin Frauenärztin und Kinderwunschexpertin. Mit dieser Videoreihe möchte ich dir helfen, schneller schwanger zu werden. Kinderwunschcoaching ist ein sehr beliebtes Thema und es ist auch für mich als Fachfrau manchmal ein bisschen schwierig, da den Überblick zu behalten. Fakt ist allerdings tatsächlich, und das gilt auch für mich in der Praxis, wie viel Zeit hat ein Frauenarzt, eine Frauenärztin wirklich, um alle Fragen zu klären? Und wie gut sind er oder sie ausgebildet, um dich psychisch auch aufzufangen? Denn es ist ja schon eine Zeit, ja, da fahren die Gefühle schon mal Achterbahn, spätestens mit der Periode. Und kannst du all deine Fragen wirklich im Kinderwunschzentrum loswerden oder geht das immer noch so ein bisschen hoppla hopp und Schema F? Ich stelle fest, dass ich deutlich mehr machen könnte in der Praxis oder überhaupt bei der Beratung, als es zeitlich letztlich und endlich drin ist. Und ich stelle auch immer wieder fest, dass ganz, ganz viele Fragen kommen, die in der Kürze der Zeit eigentlich nicht adäquat behandelt werden können. Und dann habe ich schon mal gedacht, ja, soll ich jetzt auch nochmal das 150. Kinderwunschcoaching anbieten? Es ist keine geschützte Ausbildung. Mache ich das noch oder zerschieße ich mir die Expertise, mit der ich dann doch im Moment so ein bisschen mein Alleinstellungsmerkmal habe bei den Filmen und bei den jetzt im Moment auch Kinderwunschcoaches? Je länger ich mich damit befasst habe, desto mehr ist mir klar geworden, das Thema Kinderwunsch ist mittlerweile so komplex geworden, dass es für jemanden, der da nicht jeden Tag mit zu tun hat, kaum noch einzuordnen ist. Da gibt es ganz viele naturheilkundliche Sachen, da gibt es aber auch sehr viele medizinische Sachen, die du machen kannst. Da gibt es ganz, ganz viele Meinungen und Informationen, die dir auf dich einprasseln. Du kannst ja im Internet dir alles raussuchen. Das Problem ist, wie kriegst du es einsortiert? Was für die eine Influencerin absolut richtig war und was sie zum Kind gebracht hat, kann für dich völlig falsch sein, weil du eine ganz andere Ausgangslage hast. Du musst wirklich deine individuelle Situation betrachten, weil sonst läufst du einer falschen Therapie hinterher und verlierst viel Zeit. Und gerade wenn du schon älter bist oder wenn du eine geringere Eizellreserve hast oder wenn du zum Beispiel auch alle Versuche selber zahlen musst, dann kommt mit der Zeit eben auch Stress rein. Und Stress, das kannst du messen, das kannst du zum Beispiel im Speichel messen, verschlechtert die Schwangerschaftschance. Also es dreht sich irgendwie im Kreis. Und so habe ich dann irgendwann beschlossen, Coaching macht auch für mich Sinn. Ich mache es ja schon so ein bisschen im Gießkannenprinzip mit den YouTube-Videos, aber da kann ich auch nicht alles erzählen. Da könnte ich Videos drehen, die könnten stundenlang sein, da hast du keine Lust zu. Dann habe ich auch Einzelcoachings, aber auch da ist im Moment der Kalender proppevoll, weil ich nebenbei ja noch in der Praxis arbeite. Das war der Grund, warum ich im Januar das 8-Wochen-Coaching eingeführt habe. Bei dem 8-Wochen-Coaching coache ich eine kleine Gruppe von Frauen individuell. Wir haben einmal in der Woche so einen Gruppencall, wo wir dann halt zusammen die Fragen betrachten, die anstehen. Wir haben pro Woche ein Thema. Das Thema Ernährung und Sport zieht sich die ganzen 8 Wochen durch. Es geht um Detox, es geht um Körperreinigung, Nestreinigung, es geht um Schlaf, es geht um Entspannung. Es wird jedes Thema einmal angesprochen, Mindset, die Psyche, wirklich einmal so rundherum eine komplette Vorbereitung auf den Kinderwunsch. Auch viele Frauen sind dabei, die zum Beispiel mit dem Gewicht ein bisschen Probleme haben. Das geht in der Gruppe deutlich besser. Ich habe Gastreferenten, ich habe Videos von Leuten aus meinem Netzwerk bekommen. Also es ist eine richtig runde, schöne Sache, wo du auch wirklich optimal unterstützt wirst, wo du deine Fragen stellen kannst, wo du auch in der Gruppe aufgefangen wirst, weil die Frauen ja alle das gleiche Problem haben. Allerdings darf die Gruppe tatsächlich nicht zu groß werden und deshalb ist bei mir bei 10 Schluss. Habe ich ein paar mehr Leute, würde ich die Gruppe teilen, aber auch bei 10 würde ich sie vielleicht schon teilen. Ich habe aber auch nicht die Valenzen, mehrere Gruppen zu machen. Also 2 wäre jetzt wirklich das höchste aller Gefühle. Von daher, wenn du daran Interesse hast, dann melde dich an, weil die Anzahl der Plätze ist ziemlich begrenzt. Warum sollst du jetzt ausgerechnet bei mir ein Kinderwunschcoaching machen? Ich bin ganz stolz auf meine Ausbildung. Kinderwunschtherapie hat mich schon im Studium interessiert und ich mache seit 25 Jahren
Frauenheilkunde und da auch verstärkt Kinderwunschtherapie. Ich habe eine Weiterbildung oder eine Zusatzbezeichnung Reproduktionsmedizin, das heißt, ich könnte auch in einer Kinderwunschklinik arbeiten. Psychotherapie habe ich absolviert, Ernährungsmedizin, Naturheilverfahren, Akupunktur, Neuraltherapie und ich habe auch noch einen Hormon- und Stoffwechseltherapeuten. Anti-Aging-Medizin kann ich auch noch bieten, aber das ist beim Kinderwunsch nicht ganz so wichtig. Damit kann ich die psychische Seite abdecken, aber ich kann auch die medizinische Seite abdecken. Und mein Faible gilt den Naturheilverfahren, sodass ich dich da auch unterstützen kann. Und mit diesem breiten Wissen kannst du wirklich optimal dich vorbereiten auf eine Schwangerschaft. Und das Beste kommt zum Schluss. Der nächste Kurs fängt am 5.7. an. Guck einmal unten dir den Link an, schau dir die Landingpage an und ich würde mich freuen, wenn wir zusammen im Kurs dich vorbereiten. Denn das ist nicht nur für dich, es ist für deine Gesundheit, es ist für deinen Kinderwunsch. Aber es ist auch für dein Wunschkind. Das Gewicht, mit dem du in die Schwangerschaft gehst, die sportliche Kondition, mit der du in die Schwangerschaft gehst, deine Nährstoffreserven, mit denen du in die Schwangerschaft gehst, beeinträchtigen deine Schwangerschaft oder beeinflussen deine Schwangerschaft ganz wesentlich. Und als Mutter bestimmst du auch ganz viel beim Kind mit dieser Prägung, diese Epigenetik. Du wirst durch deine Ernährung, durch deine sportliche Betätigung, durch deinen Lebensstil den Lebensstil deines künftigen Kindes mitbestimmen. Das ist doch schon klasse, da hat man doch ganz viele Möglichkeiten, oder? Je gesünder du in die Schwangerschaft gehst und je ausgeglichener und je besser du versorgt bist, desto besser geht es deinem Kind. Das heißt, so ein Coaching ist nicht nur eine Investition in deinen Kinderwunsch und deine Gesundheit, sondern auch in die Gesundheit deines Kindes. Und in diesem Sinne würde ich mich absolut freuen, wenn wir uns im Coaching Anfang nächsten Monats wiedersehen. Ich wünsche dir alles Liebe bis dahin und drücke dir die Daumen, dass du ganz schnell zum Wunschkind kommst. Alles Liebe, deine Heidi.